Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Charon 2, Zetal Chronicles. Keine Sorge, Freunde, das ist Episode 3. Ich habe nur zwischendrin gespeichert und, naja, geht ja nur ein Speicherkristall und ich kann nicht mehr zurück. Das zeige ich euch mal schnell. Allerdings gut gemacht, so storymäßig integriert. Guckt. Die Anführerin der Söldner erwartet mich am Nordausgang des Dorfes. Ja, letzte Folge haben wir einen Teil unserer Kräfte wieder erweckt, möchte ich mal meinen, weil wir eine Art, naja, einen komischen Kerl gefunden haben, der sich der Chronist nennt. Also erstmal ein dickes, fettes Lob an euch. Wie ihr diskutiert seit Folge 1 ist der Wahnsinn. Was da unten in den Kommentaren abgeht, finde ich klasse, richtig super. Macht weiter so, Freunde. Das freut mich, das freut Sorata auch, weil er die ganzen Sachen lesen kann. Und euch, so wie es aussieht, auch. Also es ist richtig klasse. Ja, wir sind hier und versuchen hier jetzt mal ein bisschen voranzukommen. Ja, also wie gesagt, mir wurde erklärt, dass ich hier in den Aufgaben, dass ich da mit Bild runter und Bild hoch scrollen kann oder mit W und Q. Ist ein bisschen doof, weil ich jetzt mit beidem spielen muss, aber vielleicht kann ich mir das irgendwie noch drauf mappen auf meinen Controller, den ich benutze. Ja, jedenfalls, ich bin gespannt, wie es weitergeht und schauen wir doch mal, was die Söldneranführerin uns so zu sagen hat. Na, wo sind sie? Ja. Ihr? Euch hätte ich wirklich am allerwenigsten hier erwartet. Habt ihr eure Meinung geändert? Ja. Ich werde euch mit meinem Schwert beistehen, um die Menschen von Arav zu beschützen. Wie ist die aktuelle Lage? Bisher konnten wir alle Angriffe der Dämonen zurückschlagen, doch meine Männer sind mit ihren Kräften am Ende. Wie mir scheint, geht es den Dämonen aber nicht anders. Hä? Zwischen dem Schrein und Arav gibt es nur diesen Pfad? Das stimmt. Das Umland ist felsig und nur schwer zugänglich. Weder wir noch die Dämonen können daraus einen Vorteil ziehen. Verstehe. Dann können wir nur hier angreifen. Oder sie. Wir werden angreifen! Jetzt schon? Angegriffen. Goddammit. So klein die Schrift. Nicht mit mir! Na warte. Und unser erster richtiger Kampf folgt, Freunde, auf Level 1! Ist es nicht toll? Dann ist es an der Zeit, diese Kela-Techniken einzusetzen. Damit sollte ich diesem Dämon beikommen können. Bitte noch ein Facet einfügen. Und ja, schön, dass man nochmal dran erinnert wird. Self-Verfügung, dann brauchst du Informationen dazu. Okay, ich guck mir mal ein Tutorial an von ihm. Kann dir nicht schaden. Seine primäre Techniken sind Kela-Techniken. Mit ihnen ist er in der Lage, große physischen Schaden am Gegner zu verursachen. Die Kela-Techniken erfordern teilweise MP, teilweise aber auch ZP. Das sind Zornpunkte, meine Freunde, um eingesetzt werden zu können. Bei den ZP handelt es sich um einen Extra-Pool an Zornpunkten, die nur Sai zur Verfügung stehen und darstellen, wie sehr er sich in den Kampf hineinsteigern kann. Interessant. Du kannst 0 bis 3 Zornpunkte besitzen und je nach Höhe des Zornpunkte-Pools ändern sich Stärke, Kosten und Effekte dieser Techniken. Manche Techniken können sogar nur bei einem bestimmten ZP-Zustand eingesetzt werden. Achte stets auf deine Zornpunkte, nutze sie mit ihnen verbundenen Effekte, um in möglichst effektive Kampftechnik-Kombinationen zu erzielen und massiven Schaden zu verursachen. Dankeschön. Das tun wir. So. Genau, weil hier brauchen wir einen Zornpunkt und das hier generiert einen Zornpunkt. Bams. Kreuzung. Nett. Nicht schlecht. Ich vermute mal, dass die nur auf Dauer des jeweiligen Kampfes einsetzbar sind. Und deswegen nutzen wir jetzt diesen hier. Monsterjäger. Ja, macht schon deutlich mehr Schaden. Nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich darauf geachtet, ob der Balken hochgegangen ist. Aber ich glaube, das war ein Stillframe, oder? Also es wäre cool, wenn der hochgeht, nur falls ich es jetzt nicht gesehen habe. So. Nummer 1. Damit hätte ich uns erst einmal etwas Zeit verschafft. Diese Kraft, können wir damit den Feind bezwingen? Gegen eine ganze Armee von Dämonen käme ich mit den Kela-Techniken auch nicht an. Ist bekannt, wie viel Mann der Feind hat?
da das Aas ein bisschen abgeschnitten bei Kieler Technikern? Ein paar Dutzend vielleicht. Genug, um uns zu überrennen, aber keinesfalls genug, um ganz Setan zu erobern. Dann sind sie vielleicht nur die Vorhut. Das bringt mich auf eine Idee. Was für eine Idee? Ich denke, Angriff ist hier die beste Verteidigung. Ein Frontalangriff? Wir können den Schutz Arathen nicht riskieren. Keine Bange. Ich greife die Dämonen alleine an. Das sollte sie überrumpeln und hoffentlich zum Schrein zurücktreiben. Ihr haltet hier so lange die Stellung, sollte ein Dämon doch an mir vorbeikommen. Dieser Plan ist absolut verrückt. Doch unter diesen Umständen bleibt uns keine andere Wahl. Ich vertraue euren Fähigkeiten als Hauptmann des Ordens. Danke. Was macht ihr überhaupt, wenn ich die Dämonen zum Schrein zurückziehen sollten? Also die? Sie haben sich scheinbar den Schrein zunutze gemacht, um Setan betreten zu können. Wenn ich dafür eine Lösung finde, dürfte es auch den Nachschub an Dämonentruppen unterbinden. Einen Versuch scheint es wert zu sein, auch wenn ihr völlig wahnsinnig seid. Geht und kümmert euch um die Dämonen. Wir zählen auf euch. Ich weiß. Information! Dein Hauptquest wurde aktualisiert. Dankeschön. So, versuchen wir mal, ob wir mit jemandem reden können hier. Nein, nein, nein. Mit diesen hießen, Söldner. Neben unserer Kommandantin bin ich derjenige mit der meisten Kampferfahrung gegen die Dämonen. Allerdings muss ich sagen, dass diese Angreifer eher durch Masse als Klasse hervorstechen. Ich hoffe, ihr könnt verhindern, dass sie Verstärkung anfordern können. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Okay, wir können nur mit den beiden reden. Wir halten hier Stellung. Kümmert euch um die Dämonen. Na, das wollen wir doch glatt machen, Freunde, oder? Was soll schon schief gehen? Sieht aus, als hätten die Dämonen einen unachtsamen Moment der Söldner abgepasst, um sie zu überrumpeln. Dann mal los. Sequenz. Was bin ich denn? Die Menschen greifen uns an. Du musst lebensmüde sein, Mensch. Wer weiß. Aber freut euch nicht zu früh. Ich mag die Kampfmusik. So, wollen wir doch glatt das Ganze nochmal machen. Ich denke, damit fahren wir ganz gut. Und es lädt sich ja alles immer auf. Also das scheint nicht nur im Tutorial so zu sein. Wir haben nach dem Kampf immer wieder volle Heilung. Das ist super. So, und den nutzen wir. Verbraucht alle ZP. Moment mal, ich möchte aber mal versuchen, ob der Angriff jetzt nicht wirkungsvoller wird, so wie wir es beigebracht bekommen haben. Vielleicht killt er den Gegner jetzt mit einem Hieb. Das wäre super. So, zack. Oh, das tut er. Aber es ist genauso viel. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Der Balken bewegt sich tatsächlich, aber ein bisschen schnell. Cool. Yes. Level 2. Verflucht. So viel dazu. Allerdings. So. Was zum? Ein Mensch durchdringt unsere Linien. Hier endet dein Weg, dreckiger Mensch. Na, das wollen wir doch sehen. Frisch aufgelevelt. So, was haben wir denn noch an Schadensmagie? Nichts mehr. God damn it. Also, machen wir gerade so weiter. Ich weiß es nie, ob sich das lohnt, wenn wir eben, das Ganze benutzen. Ich sag's mal so, wir könnten eine abwechslungsreichere Taktik wählen jetzt. Das werde ich auch tun. Denn ein Hieb scheint ja einen Soldaten umzuboxen. So. Vielleicht zieht's auch einfach nur das Maximale ab. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass gar nicht so, dass man jetzt gar nicht so 350 abziehen kann, wenn man die Stärke hätte, sondern dass immer nur der maximale übrige Wert angezeigt wird. Wenn es nochmal 76 ist, ist es so. 67. Okay. Ich irre mich wohl. Irgendwie lief der Balken jetzt langsamer. Ist egal. Ich freue mich und wir haben Gegenstände bekommen, die ich nicht gelesen habe. Diese Kerle überschätzen sich aber gewaltig. Solange du nicht anfängst, dich zu überschätzen, ist alles okay, Sai. Das kann doch nicht sein! Wir müssen diese Menschen aufhalten! Naja,
Ich bin gespannt, wie viele Wellen da kommen, aber mit denen haben wir ja keine Probleme. Die sind ja nicht ansatzweise stark genug, um uns Platz zu bekommen mit den Techniken, die wir haben. Jemand meinte, dass die Monsterjägerfähigkeit ziemlich OP wäre, also ziemlich überpowered. Naja, finde ich nicht mal unbedingt. Ich finde, also, es sei denn, sie ist generell ein Kill, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber im aktuellen, in diesem Moment finde ich es eigentlich ganz okay, so wie es ist. Weil man eben jetzt so ein bisschen aufs Schnetzeln vorbereitet wird. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und wir leveln schon wieder ab. Yes! Kraftwasser war das, um Lebenspunkte aufzufüllen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist doch unmöglich. Wir müssen uns neu formieren. Bye bye. Mission erfolgreich. Sehr gut. Diese Dämonen haben anscheinend nicht mit einem Ordenskrieger gerechnet und sind völlig überrumpelt. So muss ich nur zum Schrank gelangen. Und wir sind wieder selbst dran. Schauen wir doch mal unseren Status an. Jupp, die Stärke ist jetzt auf 10. Im ersten Level war sie auf 20. Das ist cool. Geschick, Verstand. Wir haben nur 7 Geschick. Das ist nicht viel. Interessant. Haben wir irgendwas an Ausrüstung erbeutet? Ich schätze nicht. Nope. Nope, nope. Ist auch nicht so tragisch, aber nochmal schnell die Objekte angucken, was wir da haben. Genau, Kraftwasser haben wir so viel. Lebenspunkte, genau. Mana-Punkte oder Magiepunkte. Gift. Halt verwirrt. Halt Gift. Monsterfiebel, genau. Wissen wir Bescheid, Freunde. Ich würde sagen, onward. Schöner Map. Schöner Map. Die Map wechselt auch immer so ein bisschen lange. Ist das Absicht? Oder geht das nicht besser? Sorata, bitte melde dich zu Wort. Ist nur Interesse halber. Ist nicht zu lang. Dieser Gestank. Sie müssen die Leichen verbrannt haben. Das werden diese Bastarde büßen. Wir können wieder uns frei bewegen. Sie haben die Rüstungen des Gefallenen als Trophäe aufgestellt. Wie können sie es wagen? Oh ja, Grausamkeit kennt eben nicht allzu viele Grenzen im Krieg. Aber da müssen wir nicht drüber sprechen, Freunde. Was ich interessant finde, ist, dass sie weggehen kann, während das noch ist. Ich meine, es ist schlimm, aber... Na, ich habe mich gefressen. Kommt nur her. Wer hätte gedacht, dass wir gerade dich hier finden? Doch jetzt wirst du uns keinen weiteren Ärger mehr machen. In your face! Das ist doch ein Ordenskrieger! Ist noch am Leben? Ich dachte, wir hätten diese dreckigen Menschen erwischt. Ja, das ist mit Hauptmann. Alles in Ordnung. Seid ihr unverletzt? Noch ein Dämon? Was geht hier vor? Was wohl? Diese Kerle versuchten bis eben, mich zu töten. Spar dir die Lügen. Ihr versucht doch nur, mich in die Irre zu führen. Bau ab. Miststück. Oh, doch ein Mädel. Wie? Ein einfaches Danke hätte es auch getan. Dupdidu. Ja, jetzt sehe ich es auch an den Gesichtszügen. Oh, wartet ihr noch? Tötet die Verräterin und diesen Menschen, verdammt! Verräterin? Dann kämpft ihr wirklich gegeneinander. Schön, dass du es endlich begriffen hast. Übrigens stehst du in meiner Schuld. Also darfst du mich in diesem Kampf unterstützen. Womit habe ich das nur verdient? Los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Dämonin, sehr schön. Kein Spoiler, wie der Charakter heißt. Auch wenn es wahrscheinlich trotzdem eine Partiemitgliedin wird. Ja, ein neues Wort für den Duden. Können wir gleich beantragen. Ich fasse es nicht, dass ich mit einem Dämon zusammenkämpfe. Konzentriere dich auf den Kampf. Ja, man kann sich seine Freunde in solchen Zeiten zwar nicht aussuchen, aber das geht dann wirklich zu weit. Der Hauptmann sollte eine Schwäche gegen Magie haben und mit einem Raiga-Technik sollte ich dem Rest dieses Bugs schon Einhalt gebieten können. Raiga? Na, warum nicht? Raiga ist die Technikart, der vorrangig Dämonen verwenden.
Das umfasst physischen Angriff und Zauber. Ihre Gemeinsamkeit liegt darin, Statuswerte zu beeinflussen und Effekte mit sich zu bringen. White Mage. Sie ermöglichen es, Gegner mit negativen Statuseffekten zu belegen oder die ganze Gruppe zu stärken. White Mage. Die stärksten dieser Techniken sind verheerend, aber auch von gewissen Einschränkungen betroffen. In Kombination mit anderen Techniken kann sich eine erfolgreiche Strategie gegen alle Feinde ergeben. Na, das wollen wir doch mal sehen. Dann legen wir mal los. Aber hallo, sie ist auch sogar schon dran? Alles Mana-Punkte. Was haben wir da? Verletzt alle Gegner blind. Na, dann machen wir doch. In der Hoffnung, dass welche blind werden. Sehr gut. Kayla, dann machen wir gleich mal Unterstützerblatt. So schnell es geht. Zack. Na, scheint gewirkt zu haben, hä? Wow. Okay. Da braucht schon mal jemand ein Kraftwasser. Oh. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Also der Cursor, weil er so weit oben ist. Vielleicht lieber rechts daneben, aber... Ich denke, wenn sie steht, ist es eher darauf ausgerichtet. Oder kann man das anpassen, dass der Cursor weiter unten ist dann vielleicht? Nur mal so als kleine Anregung. So. Und ja, der Zeitbalken ist um einiges schneller als im 2K3-Kampfsystem, was wir dann auch in den Kommentaren ja letztens mit hatten. So, Reiger. So, der hier. So, denn wir pimpen uns noch einmal auf mit unserem guten Sai. Oh, sie ist schnell. Sie ist verdammt schnell. Das gefällt mir. So. So, Kayla. Kreuzung. Aufmotzen und dann machen wir den Hauptmann platt. Gemeinsam. So. Schadensmagie. Ah, Sturmklaue. Hat sogar was. Und Heilmagie? Nichts. Aber... Hauen wir doch damit mal drauf, damit wir noch ein bisschen was gesehen haben. Nicht schlecht. Und das Gift wirkt auch. Ich weiß bloß eine Sache nicht, ob es mir so gefällt, dass man eben jetzt sich diese ganzen Effekte merken muss. Also ich denke, ich hätte schon gern irgendwo noch ein Symbol oder den Status aufgeführt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gewöhne ich mich auch recht schnell dran. Ist nur, weil ich sowas nicht oft habe. Aber gut. So. Klasse. Zauberwasser, Kraftwasser. Beide Level 3 und gleichmäßig. Das gefällt mir. Schön angepasst. Wie es scheint, bist du ja doch ein talentierter Kämpfer. Gib mir einen guten Grund, warum ich dich nicht ebenfalls töten sollte, Dämon. Mich töten? Du schuldest mir dein Leben. Kennst du Dämonen, die das Leben von Menschen verschonen? Sie hat recht. Du bist merkwürdig. Du siehst aus wie ein Mensch, aber bist eindeutig ein Dämon. Was willst du hier und warum bekämpfst du die dämonischen Truppen? Wohl aus demselben Grund wie du. Ich will sie davon abhalten, Arad dem Erdboden gleichzumachen. Moment mal. Warum solltest du das wollen? Das ist meine Angelegenheit und geht dich nichts an. Trotzdem habe ich beschlossen, dass du mir bei dieser Aufgabe helfen kannst. Ich? Dir helfen. Wenn, dann hilfst du mir. Und überhaupt, ich werde niemals einwilligen, mit deinesgleichen zusammenzuarbeiten. Du Schwachkopf, die Dämonen sind dir zahlenmäßig überlegen und haben sicher auch hochrangige Dämonen postiert. Zu zweit ist es sicherer. Damit das klar ist, ich traue dir kein bisschen. Aber um Araf zu retten, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Vorerst. Eine kluge Entscheidung von dir, Mensch. Mein Name ist übrigens Sai. Wie lautet dein Name? Du darfst mich Mara nennen. Und davon, ist nur eine Kleinigkeit, aber davon bin ich ein großer Fan. Wenn dein Charakter, mit dem man zu tun hat, meinen Namen nicht kennt, Fragezeichen oder unbekannter Krieger, was auch immer, ist okay. Aber wenn er sich vorstellt, dass dann da, wo der Name steht, da, wo die Fragezeichen sind, immer noch der Name, die Fragezeichen stehen, bis zur nächsten Textbox. Das gefällt mir. Ist nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, aber das finde ich gut. Weil normalerweise wird immer dann sofort der Name oben eingeblendet, obwohl man ihn ja erst jetzt erzählt bekommt. Gut.
Dann lass uns auch keine weitere Zeit verlieren, ehe die dem übrigen Dämonen einen neuen Angriff starten können. Nein, dafür sind sie zu wenig Soldaten übrig. Sie formieren sich am Schrein neu und um Verstärkung abzuwarten. Zumindest kann ich ihre Auren dort spüren. Wir müssen zuschlagen, ehe sie es sich anders überlegen können. Auch wenn wir im Moment zusammenarbeiten, ich behalte dich im Auge. Also komm gar nicht erst auf dumme Gedanken. Wie einfältig. Mara schließt sich dir an. Booyah! Klasse! Na Freunde, interessant, interessant muss ich doch durchaus sagen hier. Ein paar Kämpfe, ein neues Partymitglied und wir stehen kurz davor, vielleicht einen interessanten und wichtigen Schlag gegen die Dämonen auszuführen. Wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Charon 2 Zeta Chronicles. Bis dahin, rock your life everybody! Cheerio! Menschen sind komisch.